Eyo, wie ihr euch denken könnt, werde ich hier eine kleine Chapter-für-Chapter-Videoreihe starten. Ich weiß doch nicht, wie ich das Ganze langfristig aufziehe und der Schneidaufwand wird deutlich kleiner als bei anderen Videos. Dabei werde ich nicht aktiv mit Spoilern um mich werfen und wenn ich mal größere Spoiler, die über den East Blue hinausgehen, rauswerfe, werde ich kleine Einblendungen als Vorwarnung machen. Statt jetzt groß rumzulabern, würde ich sagen, legen wir los, damit ich auch ein Gefühl dafür kriege, wie ich das Ganze in Zukunft aufbauen will. Und natürlich fangen wir im ersten Kapitel an, am Anfang einer großen Reise, die hier ihren Lauf nimmt. Kapitel 1: Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpfte, hieß Gold Roger, der König der Piraten. Und mit seiner Hinrichtung wird auch die Reise und der Manga eingeläutet. Wir werden direkt in die Geschichte reingeworfen. Die ersten Seiten sind nicht Ruffy gewidmet, sondern die Vorstellung der Welt beginnt mit dem großen Auftakt, der überhaupt eine neue Ära der Piraterie lostrat. Wir sehen auch einen starken Kontrast zwischen den drei Bildern, die wir zu Rogers Hinrichtung kriegen. Denn während wir hören, wie der Erzähler uns sagt, was für ein großer Mann Roger ist, sehen wir ihn gleichzeitig in Ketten als Gefangener auf den Knien. Erst als wir sein Gesicht von nahem sehen, wird uns klar, dass es sich nicht um einen gebrochenen Mann handelt, sondern um jemanden, der völlig selbstbewusst und ohne eine Spur der Angst am Grinsen ist. Und dann zoomen wir raus, um ähnlich wie die Leute, die vor dem Schafott stehen, von weitem zu sehen, wie das Leben von Gold Roger endet, während der Erzähler uns sagt, dass ein neues Piratenzeitalter beginnt. Doch das, was folgt auf den Aufbau und die Spannung, ist kein großes Abenteuer, sondern Ruffys Dorf, in dem er aufgewachsen ist, das Windmühlendorf. Und wir erfahren auch, dass Shanks mit seiner Crew seit über einem Jahr hier ihr Anker gelegt hat. Monkey D. Ruffy wird als kleiner Junge vorgestellt, der ums Verrecken Teil der Piratenbande um Shanks werden will. Aber auch ein Junge, der ziemlich furchtlos ist und kopflos handeln kann, als er sich, um seinen Mut zu beweisen, mal eben straight ein Messer in die Wange rammt. Was logisch der Ursprung der Narbe unter seinem Auge ist, mit dem wir ihn kennen. Shanks selbst scheint dabei ein ziemlich ausgelassener Dude zu sein, der völlig sorglos ist und ähnlich wie Ruffy eine ziemlich chaotische Piratenbande hat. Und hier eine kleine Anmerkung zu der Feierszene, die mir gar nicht aufgefallen war und auf den mich meine Verlobte hingewiesen hat. Dieser Bre hier sieht halt echt aus wie Zorro. Was ich aber eher darauf zurückführe, dass Oda hier noch relativ wenig Werke rausgebracht hatte und auch ein wenig mit Character Designs am Rumexperimentieren war. Aber das mal beiseite, wir erfahren auch, dass Ruffy schon vor der Gum-Gum-Frucht nicht schwimmen konnte. Aber auch, als er Shanks davon erzählt, wie hart seine Fäuste sind. Er erwähnt, dass seine Fäuste so hart sind wie Pistolenkugeln. Das natürlich eine Anspielung auf die Gum-Gum-Pistole ist, die er später beherrschen wird, als auch Ruffys Kampfstil in seinen groben Zügen definiert. Doch es ist nicht nur Shanks alleine, der einen Einfluss auf Ruffy hat. Denn Leute in seiner Crew schwärmen vor Ruffy von Freiheit, dem weiten Meer und Abenteuern. Was obviously einen kleinen Jungen wie Ruffy absolut fasziniert. Aber hier wird auch direkt der Kontrast dazu gezogen, dass das Piratenleben auch seine Schattenseiten hat. Denn es ist Shanks, der ja beide Seiten des Piratenlebens kennt, der zu seinen Leuten sagt, dass sie ihm keinen Unsinn erzählen sollen. Ben Beckman unterstreicht diesen Aspekt ja auch nochmal explizit. Und hier sehen wir auch Makino, eine Frau, die in der Erziehung Ruffys eine große Rolle spielte, aber durch die wir auch sehen, dass Shanks Piratenbande keine bösen Jungs sind. Denn obwohl wir eigentlich instinktiv bei Piraten an Plünderer denken, wird bei ihrem Gespräch mit Shanks klar, dass da ein freundliches Klima vorherrscht und von Shanks keine Gefahr für die Bevölkerung ausgeht. Dass Ruffy ihr verspricht, sie mit dem Schatz zu bezahlen, wenn er mal Pirat ist und Makino ihn dabei auch noch ermutigt, indem sie sagt, dass sie sich drauf freut, ist halt einfach unfassbar cute. Und ich sag's jetzt schon, wenn Ruffy und Makino sich nicht wieder treffen und Ruffy sie nicht bezahlt, sprich somit auch sein Versprechen einlöst, werde ich hart salty sein. Eine Frage, die ich mir aber damals schon gestellt hatte und irgendwo auch immer noch stelle, ist, wieso war Shanks überhaupt hier? Denn es wird ja ganz klar gesagt, dass sie schon seit einem Jahr hier sind. Aber alles an Konkretem, was wir kriegen, ist, dass Ruffy ihn fragt, wie lange sie denn noch hier bleiben werden. Und auch die Antwort darauf ist nicht, dass sie zur Grand Line wollen, sondern dass sie bald nach Norden segeln werden. Es gibt unterschiedliche Theorien und Vermutungen, weswegen sie dort waren, aber bis heute haben wir da keine endgültige Antwort. Doch bevor sie weiter auf dieses Gespräch eingehen können, betreten Bergräuber die Bühne, angeführt von Grizzly. Als aber alle durch sein Eintreten überrascht und abgelenkt sind, sehen wir ein wichtiges Detail.
Ruffy und die Gum-Gum-Frucht. Er hat nämlich bereits ein Stück abgebissen und niemand scheint es bisher bemerkt zu haben, da alle Augen auf den Eingang gerichtet sind. Durch Makino können wir auch sehen, dass ihr Verhalten Grizzly gegenüber massiv anders ist als ihr Verhalten gegenüber Shanks, denn sie ist deutlich nervöser. Shanks hingegen bleibt entspannt und ruhig und bietet ihm eine ungeöffnete Flasche an, die Grizzly dann auf Shanks knallt. Und wieder sehen wir Ruffy mit der Gum-Gum-Frucht. Und hier haben wir das Debüt von etwas anderem, was wir bisher nicht kannten. Kopfgelder. Denn Grizzly ist die erste Person, von der wir überhaupt ein Kopfgeld sehen in ganz One Piece. Ja, inzwischen wirkt das Ganze eher wie ein Witz als ernstzunehmendes Kopfgeld, da der Dude halt 8 Millionen Berry hat. Aber man darf nicht vergessen, dass wir hier von anderen Dimensionen sprechen. Wir sind nicht auf der Grand Line, wir sind im schwächsten der vier Blues. Und dazu noch ein ziemlich entlegener Ort. Aus der Sicht von Leuten, die die Grand Line gesehen haben, ist das nicht viel. Aber aus der Perspektive einfacher East Blue Bewohner, da wirkt das Ganze schon ein bisschen eindrücklicher. Natürlich nicht auf dem Level eines Buggy oder Arlong, die wir später im East Blue sehen werden, aber dennoch weit über einem einfachen Kriminellen des East Blue. Als Shanks dann noch das Ganze aufwischen will und Grizzly nochmal nachlegt und mit seiner Bande den Ort verlässt, ist Ruffy aus der Sicht eines Kindes, das sein Idol sieht, wie er sich all das gefallen lässt, verständlicherweise ziemlich wütend. Jetzt sehen wir, wie Ruffys Arm sich streckt und alle durchdrehen. Denn es ist passiert, die Wirkung der gegessenen Teufelsfrucht wird sichtbar. Ruffy wird nie wieder schwimmen können und ist von nun an ein Teufelsfruchtnutzer. Und wieder gibt es einen Umbruch in der Atmosphäre und Ruffy läuft fröhlich durch das friedliche Windmühlendorf, um sich Fisch zu kaufen. Es ist etwas Zeit vergangen und Ruffy scheint sich damit abgefunden zu haben, eine Teufelsfrucht gegessen zu haben und hält weiterhin fest an seinem Traum, Pirat zu werden. Obwohl er so tut, als ob er von Shanks und seiner Bande enttäuscht wäre, sehen wir schon einen wichtigen Einblick in Ruffys Persönlichkeit. Denn obwohl Ruffy ganz klar unterlegen ist, gibt er keinen Meter Boden und bleibt selbst in der brenzligsten Lage in Kampfbereitschaft. Denn Grizzly ist wieder in die Bar gekommen und ist kurz davor, Ruffy das Leben zu nehmen. Wie wir später erfahren werden, weil Ruffy ihm ans Bein gepisst hat, weil der Kerl Shanks so behandelt hat, wie er es getan hat. Doch im letzten Moment, bevor Ruffy sein Leben verliert, taucht Shanks mitsamt seiner Crew auf. Und hier kommt es zu einem meiner absoluten Lieblingsmomente von One Piece. Während Shanks von einem der Banditen mit einer Knarre bedroht wird, bleibt er völlig entspannt und sagt der Person, die ihn bedroht, dass jemand, der zur Pistole greift, mit seinem Leben spielt. Als dieser verwirrt ist, meint Shanks, dass eine Waffe nicht zum Drohen da ist. Und im nächsten Moment verliert er sein Leben durch Lucky Lou, der ihm eine Kugel in den Kopf donnert. Was im Übrigen ein deutlicher Unterschied zu Ruffys Bande ist. Denn die Rothaar-Piraten haben, wie hier schon klar wird, deutlich weniger Hemmungen, einem Gegner das Leben zu nehmen. Und auch hier wird das, was Bagman vorhin schon erwähnte, deutlich. Nämlich, dass Piraten nicht nur fahrende Abenteurer sind, sondern es in der brutalen Welt der Piraterie nicht darum geht, ehrenvoll zu kämpfen und auch, dass sie sich selbst nicht als Heilige oder Helden sehen. Der bis zu diesem Zeitpunkt so fröhliche und gelassene Shanks lässt ganz klar durchdringen: Macht euch lustig über mich, kippt Drinks auf mich aus, spuckt mich an, alles easy. Wenn aber jemand einem Freund von mir was antut, ist die Grenze überschritten. Als daraufhin ein Kampf ausbricht, könnte der Kampf nicht einseitiger sein. Bagman meint einfach casual, dass er das schon übernimmt, drückt seine Kippe noch gemütlich an der Stirn eines Angreifers aus und demolischt sie im Alleingang, um sich danach ganz gemütlich eine neue Kippe anzuzünden. Logischerweise ergreift Grizzly mit Ruffy als Geisel die Flucht. Und als er sich in Sicherheit wägt, wirft er Ruffy ins Meer. Die Frustration und Hilflosigkeit von Ruffy, für seine Freunde einzustehen, die Unfähigkeit, auch nur mit einer einzigen Faust Grizzly zu treffen, sind letzte Gedanken, die ihm durch den Kopf schießen, während er ins Meer fällt. Als aber ein Seekönig auftaucht, der ihn angreifen will, taucht Shanks in letzter Sekunde auf. Aber das Ganze ist so last second, dass selbst ein Shanks nicht mehr alles retten kann und seinen Arm verliert. Es spielt sich alles nur in einem wahnsinnig kurzen Moment ab. Ein Moment, der, wie Ruffy klar wird, schlicht und einfach daran lag, dass er nicht stark genug war. Dass er hilflos war. Denn es ist der Moment, in dem Ruffy realisiert, dass, wenn er mit Shanks Bande losreisen würde, er eine Gefahr für alle wäre, die ihn beschützen wollen. Und dass er noch viel lernen muss, bevor er in See stechen kann. Aber auch der Moment, der zu dem Entschluss führt, selbst Captain seiner eigenen Bande zu werden. Und nicht nur irgendein Pirat, nein, der König der Piraten. Bei diesen Worten lächelt Shanks und übergibt ihm den Strohhut, mit dem Ruffy eines
eines Tages weltberühmt werden würde. Ein Strohhut, der Shanks verdammt viel bedeutet. Was wir aber erst in vielen, vielen Jahren erfahren sollten. Mit dem Versprechen, dass Ruffy es ihm wieder geben soll, wenn er ein großer Pirat ist. Bis Ruffy nach 10 langen Jahren in See sticht. In einem kleinen Boot, alleine und am Anfang seiner Reise. Aber auch ein Ruffy, der viel dazugelernt hat. Ein Ruffy, der den Seekönig, der ihn fast sein Leben gekostet hätte, mit einem Schlag down nimmt. Mit einer Faust, die so hart zuschlägt wie eine Pistole. Es würde eine Reise werden, bei der er der Welt zeigt, dass er, Monkey D. Ruffy, der König der Piraten wird. Damit wären wir auch am Ende von Kapitel 1 angekommen, einem besonders langen Kapitel. Ich werde jetzt auch gleich das Wort meiner Verlobten überlassen, denn wir haben vor, am Ende jedes Kapitels eine kleine Liste von interessanten Statistiken einfließen zu lassen. Wie das Ganze aussieht, ist genauso wie mit den Kapitelanalysen noch nicht wirklich ausgefleischt. Und ähnlich wie Ruffy in seinem kleinen Boot steht das Ganze noch am Anfang. Kommen wir nun zum statistischen Teil. Als Mathelehrerin bin ich da natürlich begeisterter Fan von und dachte mir, ich bringe euch die Freude der Zahlen. Nachdem mein Verlobter meistens nach 2 Sekunden abschaltet, wenn ich rede, werde ich nun euch damit volllabern. Was? Das erste Kapitel kam am 19. Juli 1997 raus. Samstag. Wobei Deutschland gerade ertrank, weil die Oder Hochwasser geführt hat. Ihr seht hier die erste wunderschöne Tabelle, bei der wir Kapitel für Kapitel durchgehen, welche Charaktere vorkommen und welche Rolle sie einnehmen. Nehmen wir zum Beispiel Anjo. Wahrscheinlich habt ihr keine Ahnung, wer das ist und ich hatte das auch nicht. Anjo ist der Typ, den man sieht, wenn Gold Roger seine berühmten Worte sagt und der jubelt Roger zu. Auf seinem Arm ist ein Jolly Roger abgebildet, was ihn als Piratenfan auszeichnet. Oder wir haben hier auch Mikio Ito, ein Easter Egg, das Oda eingebaut hat. Mikio Ito war ein guter Freund von Oda und er wollte ihn in One Piece verewigen. Man sieht sein Kopfgeld einen Moment und das war's schon. Wäre cool gewesen, wenn der in Dressrosa in der Arena aufgetaucht wäre. Im Laufe der Kapitel werden sich die Rollen vielleicht verändern. Zum Beispiel sehen wir hier, dass Ruffy noch ein Kind ist. In Kapitel 2 wird das schon anders sein. Ich werde nicht auf jeden Charakter eingehen, aber auf einige, die vielleicht überraschend sind oder in der Zusammenfassung der Kapitel keinen Platz finden. Auf der zweiten Seite sehen wir noch relativ wenig. Wir sehen, in welcher Saga wir uns befinden, in der East Blue Saga und in welcher Arc, und zwar Romance Dawn. Ich werde Buch darüber führen, welche Charakter wie oft vorkommt und wahrscheinlich ab und zu ein kleines Shoutout geben. Falls euch noch mehr statistische Daten einfallen, die interessant wären anzuschauen, schreibt sie doch in die Kommentare, dann kann ich das erweitern und auch eure Ideen mit reinbringen. Vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Jahr. Ich werde definitiv noch herumexperimentieren, schauen, worauf ich Wert lege, wie ich die Kapitel aufbereite, schneide und. Also entschuldigt bitte, wenn das Ganze noch sehr am Anfang ist. Und hey, wenn ihr bei der Reise dabei sein wollt, abonniert sehr gerne rein. Neben den Kapiteln werde ich auch andere Videos rausknallen, die sich mit One Piece beschäftigen. Und hey, fühlt euch frei, die vorhandenen Videos schon anzuschauen. Doch bis zum nächsten Mal gilt, macht's gut und cheers.